Kommen wir nun zu dem Teil, in dem wir den Blue Planet Award verleihen. Als Laudatorin für unsere diesjährige Preisträgerin des internationalen Blue Planet Award 2013 möchte ich nun Dr. Gesine Lötsch begrüßen. Vielen ist Gesine bekannt als Mitglied des Bundestages. Gratulieren möchte ich ihr zu ihrem Direktmandat im Bezirk Lichtenberg, das sie bei den letzten Bundestagswahlen erneut bekam. Gesine ist bekannt als konsequente Stimme im Parlament gegen Rassismus und Faschismus. Gesine verbindet nicht nur ihre politische Arbeit mit Esther, aber das wird sie uns selbst erzählen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sehr verehrte, liebe Esther Bejerano. Die Stiftung Ethik und Ökonomie verleiht heute den internationalen Ethicon Blue Planet Award an dich, Esther. Und ich glaube, wir können der Jury gemeinsam gratulieren, denn das ist wirklich eine hervorragende Wahl. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass ich heute für dich, liebe Esther, die Laudatorin sein darf. Das ist für mich eine große Ehre und eine große Freude. Im Jahr 2012 hat meine Partei, die Partei Die Linke, den Frauenpreis an Esther Bejerano verliehen. Damals hielt Beate Klaasfeld das Grußwort. Und es war für mich sehr bewegend, diese beiden Frauen, die auf ganz unterschiedliche Weise aufgrund ihrer Lebensgeschichte natürlich gegen Nationalsozialisten, sogenannte Nationalsozialisten, gegen Faschisten kämpfen, miteinander auf der Bühne zu sehen. Und es hat mich berührt, wie gut sie sich verstanden haben. Ich habe, wie wahrscheinlich viele von Ihnen schon, das Buch von Esther, Erinnerungen vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts, gelesen. Draußen kann man es ja noch erwerben, wer es noch nicht getan haben sollte. Das Buch hat mich erschüttert, aber auch erfreut und inspiriert. Vielleicht fragen Sie sich, passen diese drei Worte erschüttert, erfreut und inspiriert überhaupt zusammen? Ich will versuchen, das zu erklären. Ich war erschüttert, an Esthers Leben noch einmal so nachzuverfolgen, wie die Faschisten Menschen ausgrenzten, demütigten, einsperrten, folterten und vernichten. So eine kleine, zarte Frau und so viel Gemeinheit, Hass und Verbrechen ihr gegenüber. Und wie sie das alles überstanden hat, mit so viel Liebe für die Menschen, für die Menschheit, das ist wirklich bewundernswert. Und ich denke, wir können uns vor ihr verneigen. Das Orchester, in dem Esther Bejerano in Auschwitz spielte, hatte die fürchterliche Aufgabe, zum täglichen Marsch der Arbeitskolonnen durch das Lagertor zu musizieren. Und dieser Zynismus, dieser Sadismus, verbunden mit Häme und Demütigung, machen mich auch heute immer noch fassungslos. Jedes Jahr bin ich mit einer Gruppe von Jugendlichen immer aus den verschiedensten Orten unserer Republik in Europa unterwegs und besuche Gedenkstätten, die an die Verbrechen Hitler-Deutschlands erinnern, und treffe mich mit Zeitzeugen. Und jedes Mal bin ich wieder aufs Neue über das Leid und Elend erschüttert, das Menschen anderen Menschen in diesen Lagern angetan haben. Und bei mir setzt auch kein Gewöhnungseffekt ein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir dieses immer neu sich erinnern, miteinander weitertragen. Und erfreut war ich über das Buch, weil Esther Bejerano so viele Menschen traf, die ihr halfen und ihr das Leben damit retteten. Sie hatte Solidarität in Auschwitz, in Ravensbrück und auch nach dem Krieg erlebt und gelebt. Und das ist ein Grund zur Freude. Und ich war inspiriert, weil Esther mit ihrem Buch bei mir auch immer neues Nachdenken ausgelöst hat. Dazu möchte ich eine Stelle aus diesem Buch zitieren. Es war in den ersten Tagen nach dem Krieg und Esther Bejerano kam bei einem Bauern unter.
Sie bekam ein Zimmer mit ihren Freundinnen und etwas zu essen. Und nun das Zitat. Eines Tages ging der Bauer mit uns in den Garten. Er nahm einen Spaten und fing an einer bestimmten Stelle an zu graben. Es kam eine Kiste zum Vorschein. Wir halfen ihm, sie aus der Erde zu ziehen. Gemeinsam trugen wir die Kiste ins Haus. Der Bauer meinte, jetzt könne ihm ja nichts mehr passieren. Dabei öffnete er die Kiste, in der viele Bücher lagen, Bücher, die im Nazireich verbrannt wurden, von Marx und Engels bis Heine Feuchtwanger. Die Nazis haben Millionen von Menschen vernichtet und sie wollten auch diese Kultur der Menschen vernichten. Doch das ist ihnen nicht gelungen. Und Esther Bejerano ist für mich auch eine großartige Botschafterin dieser geschundenen Kultur. Mit ihrer Gruppe Coincidence singt sie jiddische und hebräische Lieder, Lieder der Roma und Sinti, Lieder von Widerstand und Befreiung aus der ganzen Welt. Und sie hat diese Lieder auch in die ganze Welt getragen. Esther ist Mitbegründerin und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten, VVN-BDA. Und immer, wenn sie gebraucht wird, ist sie da und stellt sich mit all ihren Mitteln Dummheit, Hass, Rassismus entgegen. Sie klärt auf, sie spricht über ihre Erfahrung, sie schreibt Bücher, Gedichte und sie singt. Und wir werden es ja heute Abend erleben, wie sie auftritt, wie sie mit den Rappern der Mikrofonmafia und mit ihren Kindern, Edna und Joram, Konzerte gibt. Hunderte dieser Konzerte hat sie im In- und Ausland bereits gegeben. Aber ich möchte noch einmal auf den Gedanken der Inspiration zurückkommen. Heute lassen sich ja Politiker gern von sogenannten Spin-Doktoren inspirieren. Ich sage für mich, dass mich Menschen wie Esther Bejerano, Stefan Essel, Ken Loach, Beate Klaasfeld und Stefan Heim inspirieren. Manchmal fragen Jugendliche, ob sie Auschwitz noch etwas angeht. Ist das nicht längst vorbei, Geschichte? Haben sie damit überhaupt noch etwas zu tun? Sie leben doch heute in einer ganz anderen Zeit. Das möchte ich mit einem Zitat von Stefan Essel beantworten. Er schrieb in seinem Buch, Empört euch, den jungen Menschen sage ich, schaut euch um, dann werdet ihr Themen finden für Empörung, die sich lohnt. Die Behandlung der Zuwanderer, der in die Illegalität gestoßenen, der Sinti und Roma. Und Essel hat recht. Wir müssen die Erinnerung an den Faschismus immer wieder mit der Gegenwart verbinden. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird die Erinnerung erstarren und irgendwann verblassen. Esther hat vor einigen Tagen in einem Interview mit der Zeitung Neues Deutschland ihre Empörung über die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik ausgedrückt und hat gesagt, aber wenn Notleidende dem Elend entfliehen und nach Europa kommen, dann muss man sie auch anständig aufnehmen. Das ist eine Katastrophe, die sich vor unser aller Augen abspielt. Ich habe keine Worte dafür. Nur wer selbst auf der Flucht war und sein nacktes Leben retten musste, wie Esther Bejerano, weiß, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Ihre Solidarität mit den Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten teilen viele, nicht genügend, aber viele Menschen in unserem Land. Ich bin davon überzeugt, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen. Das ist nicht nur unsere historische Pflicht, sondern das sollte einfach eine humanistische Selbstverständlichkeit sein. Doch das reicht nicht. Wir müssen Kriege verhindern und Politiker stoppen, die auch noch Rüstungsgüter für den Export in Krisengebiete freigeben. Zurück zur Erinnerung und zur Erinnerungskultur in unserem Land. Die 68er hatten in Westdeutschland eine Erinnerungsrevolution ausgelöst. Sie haben es geschafft, dass sich eine ganze Gesellschaft mit ihren Verbrechen mehr oder weniger auseinandersetzen musste. Das war eine große Leistung. Ich glaube, wir brauchen heute wieder einen Umbruch im Erinnern, im Denken und im Handeln, damit Faschismus nie wieder eine Zukunft in Europa hat. Der Filmemacher Ken Loach, den ich vorhin schon erwähnte, hat einen großartigen Film produziert. Er heißt The Spirit of 45, also der Geist von 1945. Nach dem Krieg gab es in Großbritannien eine soziale Revolution. Viele arbeitende Menschen wollten nicht mehr so leben, wie sie vor dem Krieg gelebt hatten.
Sie wollten Arbeit, Wohnung und eine Krankenversorgung für alle Menschen. Zweifel am Kapitalismus waren damals sehr verbreitet, denn der Kapitalismus wurde für Krieg und Elend verantwortlich gemacht. Und die Briten waren damals der festen Überzeugung, wenn es ihnen gemeinsam gelungen ist, Hitler, den größten Diktator aller Zeiten, zu besiegen, dann muss es auch möglich sein, Hunger, Armut, Krankheit und Elend zu besiegen. Churchill wurde damals abgewählt und Labour gewann die Wahl. 1946 wurde der National Health Service, also der Nationale Gesundheitsservice, gegründet. 1948 wurde die Eisenbahn nationalisiert und im gleichen Jahr wurde die Stromversorgung verstaatlicht. Die Eigentumsverhältnisse wurden geändert. Und ähnlich in Frankreich. Essel schrieb, 1945, als das grauenhafte Drama beendet war, setzten die im Nationalen Widerstandsrat vereinigten Kräfte eine Erneuerung ohnegleichen ins Werk. Damals wurde das System der sozialen Sicherheit geschaffen, wie es die Resistance sich in ihrem Programm vorgestellt hatte. Ein vollständiger Plan sozialer Sicherheit mit dem Ziel, allen Bürgern, denen dies nicht durch eigene Arbeit möglich ist, die Existenzgrundlage zu gewährleisten. Und die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, zu der Esther Bejerano gehört, hat in Europa eine wirkliche soziale Revolution erkämpft. Und das war nur möglich, weil es lange Jahre einen Systemwettbewerb gab. Und die nötige Energie und Begeisterung für diese soziale Revolution gewannen die Menschen aus ihrem großartigen Erfolg über den Hitlerfaschismus. Aber in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen die Marktradikalen unter Führung von Margaret Thatcher und Ronald Reagan die Leistungen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration zu zerstören. Sie haben ganze Volkswirtschaften zu Spielcasinos umgebaut und die dann folgende gewaltige Bankenkrise hat Völker in den Ruin getrieben. Und Griechenland ist wirtschaftlich am Boden und erlebt die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Esther Bejerano, Stefan Essel, Stefan Heiben und viele andere aus dieser Kriegsgeneration haben uns heute noch viel zu sagen. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen diese Energie und Begeisterung aufnehmen und Widerstand leisten gegen den kalten Krieg des Geldes. Und wenn es uns gelingt, diesen Geist, den ich vorhin benannt habe, den Ken Loach in seinem Film beschrieben hat, diesen Geist von 1945 wieder zu beleben, dann werden wir auch die Herausforderungen der nächsten Jahre bestehen. Viele junge Menschen sind offen für gesellschaftliche Veränderungen, doch sie brauchen echte und verlässliche Verbündete. Ich denke dabei an die vielen jungen Menschen, die sich bei Blockupy engagiert haben. Ich denke an die vielen jungen Menschen, die jedes Jahr in Dresden gegen die Nazis demonstrieren und dabei noch von staatlichen Stellen drangsaliert werden, beziehungsweise sogar verurteilt werden, weil sie angeblich zum Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen haben. Ein junger Genosse von uns ist verurteilt worden zu einer Gefängnisstrafe, obwohl niemand beweisen konnte, dass er die Person gewesen sein kann, die dort etwas gegen die Polizei gerufen haben soll. Und ich glaube, auch diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Und ich finde es so besonders wertvoll, dass Esther immer dabei ist, auch auf den Straßen, natürlich vor allen Dingen dort, wo sie lebt, aber überall in unserem Land und in Europa, um auch junge Menschen bei ihrem Kampf zu unterstützen. Auch dafür vielen Dank, liebe Esther. Esther Bejerano sagte in dem bereits angesprochenen Interview in der Zeitung Neues Deutschland, manche meinen, nach Auschwitz kann man keine Lieder mehr schreiben, keine Gedichte mehr schreiben, keine schönen Bilder mehr malen. Das ist meiner Meinung nach, sagt Esther, falsch. Mit der Musik kann man Menschen berühren, ihr Herz öffnen, sie sensibilisieren. Vielleicht ist meine Rache, sagt sie, dass ich in Schulen gehe, meine Geschichte erzähle und Musik gegen Krieg und für Frieden mache. Ich wünsche uns allen, dass Esther Bejerano noch lange singen und erzählen wird. Wir, liebe Esther, wir brauchen deine Musik, wir brauchen deine Erzählung, wir brauchen deinen Mut, deine Wärme und deine Solidarität. Wir verneigen uns vor dir.